Ja, erstmal Servus. Willkommen zu einem neuen Video. Im heutigen Video erzähle ich euch mal eine Kleinigkeit, wie versucht wurde, in mein Auto einzubrechen und wie ihr das erkennen und verhindern könnt, weil das ist ein neuer Trick, der anscheinend hier rumgeht. Erstmal muss ich aber das Auto waschen, weil irgendein Vogel hat mir hier das ganze Auto vollgeschissen, dachte ich. Aber dann kam raus, dass es eigentlich ein Bauarbeiter war, der gerade Beton eingefüllt hat und irgendwie auf dem Kran über meinem Auto hat das aufs ganze Auto getropft. Also erstmal sauber machen. So, und bei der Gelegenheit hier einmal dieses Produkt hier, das habe ich nicht als Kooperation oder so, sondern das habe ich mir gekauft, weil es richtig gut ist. Das ist so ein Felgencleaner von OneWax. Den sprühe ich hier mal kurz ein. Und dann schaut es so aus. Sauber, ohne großes Schrubben. So, aber eine andere Sache jetzt. Ich wollte euch ja erzählen, dass bei mir versucht wurde, ins Auto einzubrechen. Was schlecht wäre, weil ich da jede Menge Sachen immer drin habe und nicht alles immer mit hochnehmen. Aber in dem Fall hatte ich abends nicht die Sachen drin und zum Glück, aber sie haben es auch nicht geschafft, ins Auto einzubrechen. Das Auto stand vor meiner Haustür, also normalerweise passiert da gar nichts, denn die Gegend ist gut. Aber ja, die Sache war so. Das Auto wurde zwar jetzt gewaschen, also sieht man nicht viel, aber hier oben sieht man Kleberückstände. Hier und hier unten noch. Und das gleiche gab es auch noch hier und hier. Und zwar haben die versucht, mit einem Panzertape die Scheibe zu öffnen und dann die Tür von innen zu öffnen. Ich zeige euch mal, wie das sozusagen vonstatten gegangen sein muss. Man klebt hier oben an die Scheibe sozusagen das Panzertape und dann haben die versucht, das mit so einer Schlaufe nach unten zu ziehen. Also man reißt sich da zwei Stücke ab oder so, habe ich mal gesehen. Und dann können die Scheibe nach unten ziehen. Und ja, wenn ihr solche Kleberückstände an euren Autoscheiben seht, oder ja, genau, wenn ihr solche Kleberückstände an eurem Auto seht, dann würde ich stark behaupten, hat jemand versucht, ein neues Auto einzubrechen und die Scheibe zu öffnen. Also da sollte man schon auf jeden Fall auf solche Spuren achten und aufpassen, weil ja, ihr wollt ja nicht, dass eingebrochen wird. Kurze Ankündigung vielleicht zum nächsten Video. Wir fahren am Wochenende in die Fränkische Schweiz zum Zelten. Da wird es viele, viele Videos geben. Die werden hier der Reihe nach kommen, die nächsten Wochen, denke ich. Oder Tage, mal gucken. Und ja, wenn ihr Bock habt, könnt ihr da auch reinschauen. Für mehr Infos, Tipps, Outdoor-Zeug, Erlebnisse, könnt ihr auch ein Abo da lassen, dann habt ihr immer wieder neue Videos. Und über einen Daumen hoch würde ich mich auch freuen, ihr müsst aber nicht. Und ja, dann mal bye.